Herzlich willkommen und Gute aus Two Point Hospital. Mein Name ist Max. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben jetzt ja zwei Krankenhäuser am Laufen. Einmal in Lower Bullocks, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben leichten Platzmangel leider. Ich habe hier das Grundstück gekauft. In 6 Tagen ist es fertig, weil wir müssen die Töpferei Behandlungszimmer bauen. Und ich habe mich ein bisschen mit dem Platz verschätzt hier. In Hogsport, da läuft es. Und hier muss ich mich jetzt da ein bisschen Augenmerk drauf machen und konzentrieren. Hier geht's jetzt los. Schaut's euch an. Dann würde ich sagen, dann schallern wir direkt mal dieses Zimmer rein. Und das machen wir direkt. Oh, das ist ja aber groß. Warum braucht das denn so viel Platz? Ist ja Wahnsinn. Na, oder war das jetzt ein Fehler? Ich glaube, das war ein Fehler. Zack. Und das braucht jetzt wirklich so viel Platz, oder was? Das ist doch nicht normal. Apfeleimer. Wie immer, ihr wisst, Feuerlöscher. Eine Pflanze. Und was benötigt der Raum? Ein Arzt. Ja, was auch sonst. Das Teuerste vom Teuersten. So, rein da. So, Töpferei. Entleuchtungsklinik. Gleich hinterher. Let's go. Wie setzen wir hier? Die ist wieder so klein, oder was? Das Bedienpult. Zack. So, machen wir noch einen Aktenschrank. Was ist denn? Die Konsole haben wir. Was ist denn ein Entleuchtungsposter? So, habe ich mal gemacht. Ist okay. Abfalleimer, nee, Feuerlöscher. Gut, und wir brauchen dafür wahrscheinlich wieder einen Arzt. Oder? Schauen wir mal. Ja, ein Arzt. So, dann stellen wir mal ein. Ermöglicht einmal. Okay. Let's go. Auch wenn es Verschwendung ist. Der Pfleger, aber warum? Hier fehlen noch Pfleger, ne? Ja, ich bin schon unterwegs. Können wir hier nicht einstellen? Jetzt neu hier bei Cheesy Gubbins. Gubbins mit Doppel-Cheesy-Geschmack. Einstellen. Krankenpfleger. Rein da. Cheesy Gubbins präsentiert und Doppel-Cheesy. Einstellen. So ja. Viel Käse. Was? Rekrutierungskosten. Habe ich kein Geld. Oh no. Ich habe kein Geld. Krass. Ich habe kein Geld. Und da muss ich auch noch jemanden einstellen. Einen zweiten. Das sind Assistenten, glaube ich. Ne? Emotionale Intelligenz. Ausdauer. Was ist das? Kundenbetreuung. Ja, das mag ich. Hä? Oh, Beförderung. Okay, also hier ist echt Leben am Limit gerade angesagt. Nachwuchshausmeister. Wir upgraden und für unsere Maschinen installieren können wir mehr Patienten annehmen. Gut. Gut. Was ist mit ihm hier? Du brauchst Pause. Da rein mit dir. Okay. Das ist natürlich schlecht. Ah, da wollten wir ja nochmal einen einstellen, richtig? Krankenpfleger.
rein da, auch wenn wir kein Gehalt haben. So, was haben wir hier? Beförderung. Beförderung, Nachwuchsassistentin, Assistentin. Ja. Schauen wir mal. Hier, zack. Kriegen wir hin. Befördert. Wir fördern und fordern unsere Mitarbeiter. Deswegen, Mitarbeiterwunsch 10, 90 Tage, installiere ein Upgrade. Habe ich doch schon. Ich glaube, da kommt der. Wie läuft er denn? Ich glaube, jetzt haben wir es so langsam im Griff, oder? Ich guck mal in die Übersicht. 12 Monate, funktioniert nicht. Machen wir erstmal alles weg. Ja, ist okay. Die Einnahmen sind auch gut, die Ausgaben gehen natürlich auch steil bergauf, klar. Wert des Krankenhauses, flache Kurve. Bilanz geht runter, das verstehe ich nicht. Ah, guckt mal hier. Ausgaben 82.000 und Einnahmen 102.000. Kredite haben wir keine. Gut, das ist ja schon mal... Hobby. Besucht die Station. Okay. Aber was macht eine Radioreporterin hier? Das verstehe ich nicht. Die hat ja hier eigentlich gar nichts zu suchen. Neue Krankheit. Portishead entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Portishead, Körper und Geist 1 wurde aufgenommen. Wurde angenommen, dass es durch Seeluft verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personal befällt, die in Portishead leben. Wir werden die Patienten sofort die Behandlung schicken in die Station. Eine Sitzgelegenheit. Naja, das kriegen wir hin, oder? Eine Sitzgelegenheit. So, das haben wir erledigt. Ich glaube, ich baue noch eine Station hier hin. Station. Die Fahrer wird gebeten, die Flora nicht weiter zu stören. Heute in den Nachrichten des Tages. Die Zustände im Krankenhaus von Rotting Hill werden jeden Tag schlechter. Inzwischen ist die Gefahr, dort an einer einstürzenden Zimmerdecke oder Wand zu sterben, genauso groß wie bei einer Erkrankung. Aber ich glaube, hier läuft was schief. Die Wartezeiten kürzer. Nein. Warum geht es nicht? Okay. Oh, ich glaube, wir brauchen Kredite. Glaube ich jetzt nicht. Das kriegen wir auch so hin. Die wollen alle befördert werden auf einmal. Let's go, machen wir. So, dann müssen wir einstellen. Kriegen wir da noch jemanden hin? Gerade so, zack. Und jetzt? Objekte. Was ist damit? Warum ist das rot? Achso. Das ist doch ein Bug, oder nicht? Gut, so. Wie sieht's mit den Finanzen aus? Gut, 14.000. Alle Krankheitserreger, das Krankenhaus sofort verlassen. Okay, die haben Hunger. Okay, was ist jetzt? Oh, wir haben einen Stern geschafft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das kriegt auch wieder Kohle. Oh, die Kardiologie. Okay, die machen wir gleich die Kardiologie. Ich will nur einen Snackautomaten hier hinpacken. Zack. Und einen Getränkeautomat. Nicht, dass die mit verhungern. So, jetzt bauen wir eine Kardiologie. Objekte in dem Zimmer. Ah, kann ich mir nicht leisten.
Was ist hier los? Wir müssen mal wechseln. Hallo euch allen an diesem schönen Morgen. Besonders an euch draußen in Fluttering, wo die Renovierung der Brücke zum alten Schloss abgeschlossen ist. Die Behörden haben mitgeteilt, dass man zum Überqueren der Brücke nun keine Fallschirme und Schwimmwesten mehr mit sich führen muss. Ach, es wird einfach nicht mehr dasselbe sein wie früher. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich das hier auch noch zu eröffnen. Ja, aber ich bin echt schon hier gut am Limit. Gucken wir nochmal nach Hogsport. Weil in der anderen Zeit läuft das hier drüben. Aber hier haben wir alles. Ich würde mir gerne Geld transferieren von dem Krankenhaus ins andere. Das würde viel mehr Sinn machen, weil wir gehören ja zusammen. Hier, 40%. Das schmeckt, Leute. 47.000 Euro Gewinn. Na, da brauche ich hier nichts mehr machen. Das läuft. Da muss ich echt hier noch rein. Hier muss ich mich echt kümmern. Ja. So. Ist die Radiotante noch da? Ja, ich glaube schon, oder? Das ist doch, ja. Die Radiotante ist noch da. Warum haben wir so eine lange Warteschlange? So. Verstehe ich nicht. Okay, 5. Hier ist niemand der Station. So, jetzt Zimmer. Kardiologie. Achtung, wir bitten alle Besucher, leiser zu sprechen. So, okay, ich ahne Böses. Das war's schon, oder wie? Herzraser, ja. Bäuerliche. So, bauen wir. Okay, dann schauen wir mal, was braucht er denn? Ein Krankenpfleger. Dann da rein. Und du kommst hier rein. Was ist mit ihm hier los? Oh no. Warum ist das so groß? Ich verstehe es nicht. Das macht null Sinn. Er zaubert einfach wieder. Der Rod neben dem Mund. Ich baue hier noch ein Diagnosezimmer. Was ist eine allgemeine Diagnose? Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Oh, Auszeichnungscountdown. Mal gucken, wie wir wieder abschließen. Und? Nein. Was brauchen wir hier? Krankenpfleger einstellen. Krankenpfleger. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Okay, wo sehen wir denn? Ach, hier unten. Unser Postfach quillt über. Nachdem ein Ultra-Bio-Bettwäsche-Sortiment konnten Irritationen und Entzündungen hervorrief, müssen diverse Krankheiten auf Station behandelt werden. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Ja, das nehmen wir an. Leider haben wir Wunsch noch nicht erfüllen können. Okay. Upgrade zur Öffentlichkeitsarbeit. Neueste Nachrichtenüberblick aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Es geht darum, um ein Krankenhaus, das für das Gesundheitswesen des Countys eine neue Zukunft erläutert. Oh, sie meint uns, das ist großartig. Okay, das nehmen wir an. Beförderung. Wir befördern. Okay. Gut. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Ja, irgendwie Stationspatienten treffen ein, ja. Wir brauchen noch Betten hier. Ne, hier. Objekte. Objekte. Ein Arzt wird in der Topferei verlangt.
Und das machen wir mal. Machen wir mal full hier, würde ich sagen. Gut. Gut. Sehr, sehr gut. So. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Was machen wir? Stationspatienten. Ja, die müssen halt mal durchkommen jetzt hier, ne? Okay, ich glaube, der macht die Toilette sauber. Ja, Personal, wie viel Hausmeister haben wir denn? Hausmeister haben wir 2, okay. Gut. Eine Arztpraxis, ist das die Arztpraxis? Ja. Aber ich habe doch hier auch noch eine. Okay, dann machen wir hier noch eine Arztpraxis rein. Kommt, Leute. Hilft ja alles nix. Arztpraxis. Zagalaka. Machen wir so. Mülleimer. So. Nein. Zack. Zack. Was brauchen das? Ich glaube, wir brauchen Arzt, ne? Einstellen. Gut. Let's go. Besitze 2 von 3 Gebäuden. Jetzt müssten wir das aber langsam auch mal hinbekommen, ne? Ich glaube, ich schraube ein bisschen was an den Preisen. Muss ich euch ehrlich sagen. Ich mach's wie immer. Haben wir einen Kaffee? Wüsste ich gar nicht. %20. Haben wir einen Geschenkeladen? Objekte. Wo sind denn die ganzen? Kerzel erreicht, repariere 100 Maschinen. Nicht schlecht. Okay, die habe ich noch gar nicht freigeschalten. Was für ein genialer Tag für ein. Okay, jetzt stehen die hier auch Schlange. Ich meine, hier vorne fehlt einer. Mit dem Spaten die Erde umgraben, Personal, Info. Sind Sie zufrieden? Nein, ich kann es beinahe riechen. Nein, falsch gedacht. Das war wohl ein Abwasserrohrbruch. Personal. Mein Fehler. Ich habe doch nur einen. Haltet eure Daumen. Okay, dann muss ich einen neuen einstellen. Assistent. Ich hatte doch noch einen eingestellt, oder nicht? Ich glaube schon. Da stehen 3 an. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose. Wahnsinn. Das folgende Gerät kann durch ein Upgrade leistungsfähiger werden. Deluxe Entleuchter. Okay. Aha, aha. Wir haben hier wieder ganz viele Beförderungen. Wir befördern den. Klasse, komplette Patientengruppe heilen. Und hat unserem Ruf wirklich geholfen und wir erhalten eine tolle Belohnung. Okay. Sehr gut. Eine neue Krankheit, Entenschnute, entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit, Entenschnute, entdeckt. Der unkontrollierte Drang, angesichts einer Kamera die Lippen zum Kussmund zu schürzen. Er wird durch eine Anhäufung selbstverliebter Gedanken in der Großhirnrinde verursacht. Ein Psychiater muss die übermäßige Egozentrik in den Becher abzapfen. Psychiatrie, okay. Okay, okay. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Okay, ich würde sagen, wir machen hier heute Schluss. Schön, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da.
lasst ein Abo da, ist kostenfrei, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und ich sag's wie immer, lasst es euch gut gehen. Tschüss.